Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ja, ich habe jetzt vor, mehr Züge fahren zu lassen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich kurzzeitig die Steuerung unterbrechen. Und werde dann mehr Züge aufgleisen. Aber zuerst möchte ich noch was kurz abändern. Das betrifft nämlich diese Gleise hier. Weil diese Funktion mit dem Überlauf ist zwar schön und gut, aber die hat einen kleinen Haken. Ich habe mir von der Anlage eine Kopie angelegt, eine private Kopie, an der ich halt bestimmte Dinge testen kann, an der ich auch schon anlagengestaltungsmäßig mal so ein bisschen abwägen kann, was ich da verwenden kann. Ja, ich würde nochmal die Ansicht alle Kontaktpunkte wieder ausmachen. Und so weiter und so fort. Ich muss ja auch noch die Überholer zum Beispiel in die Steuerung mit einpflegen. Kommt alles noch dran. Wenn es dann mal soweit ist. Aber zuerst gleise ich nämlich die Überholer auf. Das sind die Züge, die hier in dem Schattenbahnhof stehen. Ich glaube, ich habe auch vergessen, die entsprechenden Kontaktpunkte einzusetzen, die Signale hier auf Halt setzen. Yep. Habe ich vergessen. Das ist aber bloß halt eine Sache von ein paar Sekunden. Dann habe ich hier alle Kontakte wieder eingesetzt. Da kann auch der Betrieb hier bald starten. Ja, öffnen Zug. Ich habe mir da nämlich schon ein paar zurechtgelegt. Dann drin Expresszüge, D-Züge, ein TEE und ein Intercity. Das sind alle Züge, die ich neu einsetzen werde. Gut, die beiden Wagengruppen da unten haben keine richtige Funktion, die sollen einfach bloß zur Ausgestaltung dienen. So. Ich habe auch einige Loks doppelt genommen. Sei es auch Truppen, warum auch immer. Ich habe halt nicht so den großen Modellbestand, was Fahrzeuge der Bundesbahn betrifft. So, hier hat man zum Beispiel einen Expresszug, bestehend aus Silberlingen und einem Packwagen am Ende. Oh, Packwagen? Nee, Postwagen ist es sogar. Das ist ein Postwagen am Ende. Route Überholer, Höchstgeschwindigkeit 120. So, der nächste. 111 015 mit einem D-Zug. Bestehend aus Wagen der Bundesbahn und der SNCF. So, ich speichere jetzt schon erstmal, weil das kann durchaus mal zum Absturz führen, wenn man jetzt viele Züge auf einmal aufgleist. Nächste 111 068. Das Besondere ist die Lackierung in diesem Rot und Weiß. Das war mal so ein Farbexperiment. Einige Züge sind von Fotos her nachgebaut. Daher laufen hier zum Beispiel auch Mitteleinstiegswagen mit drin. So, nächste ist, der kommt in den regulären Betriebsbereich, der TEE. Der Trans-Europe Express, zu dem Zeitpunkt fuhren einige noch. Ach, ist ja ein Nahverkehrszug. Okay.
dann hat es auch seinen Grund, warum der dort anhalten darf. Höchstgeschwindigkeit 140. Ich habe ja auch die ersten Tests gemacht mit vollen Schattenbahnhöfen. So einmal eine 120 005, und ich habe dabei festgestellt, dass bei dem das Überholen habe ich noch nicht getestet, aber ich habe festgestellt, dass bei der Überlauffunktion es zu einem Fehler kam, weil die Kontaktpunkte halt nun mal auf Zugschluss gelegt sind und daher Probleme auslösen können. So, und jetzt noch die 141. Das sind alles Schnellzüge, Durchgangszüge und dergleichen. So, und das sind jetzt alle Überholer. Halt schnelle Personenzüge. Übrigens von der 120 habe ich auch noch einige in der Serienausführung. Aber dadurch, dass ich mich ja hier auf das Jahr 1985 festgelegt habe, werden die nicht fahren. Weil die Serienreifen 120er, also 101 und weiß ich jetzt nicht genau, welche das exakt war, welche die erste Serien 120er war, zu dem Zeitpunkt fuhren nur die Vorserien 120er in dieser Lackierung. Die normalen Serien 120er verfügten dann schon über die neue Lackierung in, ja, wie heißt die Farbe? In Orientrot mit dem weißen Latz. Aber die wurden erst 1987 ausgeliefert, also erst 2 Jahre später. Als der Zeitpunkt von dieser Anlage hier. Und den Schattenbahnhof, den werde ich jetzt vollstellen mit Zügen. Als erstes schon mal dieser D-Zug hier. So, das Gleis bleibt frei für den... Ne, das sind ja hier Wendezüge. So. Tempo 120. Als... Nehmen wir den auf L-Zug oder Nahverkehr? Er ist eigentlich ein D-Zug, der fährt eigentlich durch. Ich habe nämlich auch festgestellt, dass die Steuerung wesentlich besser funktioniert, wenn alle Gleise belegt sind. Eine 120 mit einem Güterzug? Weil die wurden ja universell eingesetzt. Auch vor schnellen Güterzügen. Das ist nämlich ein schneller Güterzug, 100 km/h Durchgangsgüterzug. Da werde ich noch später auch noch ein paar Container auf die entsprechenden Wagen stellen oder einen entsprechenden Wagen. Schade, dass das Prinzip mit dem Überlauf nicht für die S-Bahn funktioniert, sonst würde ich da auch alles vollstellen. Aber ich habe ja noch diese Wiederholfunktion. Oh, das ist ein Durchgangsgüterzug. Dieser hier. Also ich werde jetzt erstmal alle als Durchgangsgüterzüge einreihen, bis das mit der Überholsteuerung funktioniert. Ich werde auch nicht mehr dazu kommen, alle Züge aufzugleisen.
jetzt einfach vom Zeitaufwand her schwer zu schaffen. Aber da, ich würde doch nicht so schnell fahren. So, einen dürfte ich noch von der Zeit her schaffen. Nehme ich jetzt hier noch einen Nahverkehrszug mit rein. Manche Züge sind ja echt knapp bemessen, was die Zuglänge betrifft. So, jetzt fährt hier ein Intercity raus. Das soll jetzt erstmal nicht weiter stören. Ich speichere jetzt erstmal ab, bevor hier wieder irgendwie ein Fehler auftritt, dass er hier mal zwischen den Ordnern hin und her springen muss. So. Ah ja. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge des Bundesbahnprojektes in EEP.